Guten Morgen Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ich habe wieder mal ein Überraschungspaket von einem von euch erhalten und das Video gibt es dann natürlich auch heute, aber vorher möchte ich noch zu einem anderen Thema kommen und zwar einer neuen Studie und da geht es um das Stillen und daraus ableitend, woran unsere Gesellschaft krankt. Also die Studie behandelt das Stillen und ich mache dann die Ableitung. Wenn Mütter ihre Kinder stillen, hat das große Vorteile für das Kind. Bestandteile der Muttermilch fördern das Immunsystem und schützen vor Entzündungen und auch Infektionen. Weiterhin schafft das Stillen eine intensivere soziale Bindung zwischen der Mutter und dem Kind, was sich dann auch später auf dessen Verhalten auswirkt und die Intelligenz des Kindes. Wobei bei letzterem keine Kausalität, sondern eine Korrelation vorliegt. Das bedeutet, wie eine Studie, die ich euch unten verlinkt habe, festgestellt hat, dass stillende Mütter nachweislich eine viel engere Bindung zu ihrem Kind haben und entsprechend sensibler auf das Kind reagieren und auch intensiver mit ihrem Kind interagieren. Daraus kann dann zweifelsfrei festgestellt werden, dass Kinder, die gestillt werden, einen 2- bis 3-monatigen Vorsprung in der Hirnentwicklung haben gegenüber Kindern, die nur kurz oder die gar nicht gestillt wurden. Das ist alles schon ziemlich interessant, aber vorige Woche und daher auch dieses Video hat eine Metastudie, die im Annals of Oncology veröffentlicht wurde, den Link gibt es natürlich auch unten in der Infobox, herausgefunden, dass nicht stillende Mütter ein 20% höheres Brustkrebsrisiko bezogen auf eine besonders aggressive Form des Brustkrebses haben gegenüber Müttern, die ihre Kinder stillen. Die durchschnittliche Stilldauer in Deutschland, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, beträgt ca. 7 Monate. 78% der Mütter stillten weniger als 6 Monate voll. Nach 9 Monaten hatten ca. 80% der Mütter bereits komplett abgestillt und nach 12 Monaten, nach einem Jahr, stillten ca. 92% der deutschen Mütter nicht mehr, also fast alle. Damit liegen Mütter in Deutschland trotz zahlreicher wissenschaftlicher Belege der Nachteile des Nicht- oder des kurzen Stillens bei der Stilldauer weit hinter den Empfehlungen der WHO, Stillung zur globalen Strategie für die Ernährung der Säuglinge oder sowas. Und diese empfiehlt ein ausschließliches Stillen, also ein Vollstillen in den ersten 6 Lebensmonaten und danach bei geeigneter Beikost ein Weiterstillen bis zum 2. Geburtstag und darüber hinaus bis zu 7 Jahren, um optimales Wachstum, Entwicklung und Gesundheit zu gewährleisten und ja, entsprechend auch den steigenden Nährstoffbedarf von kleinen Kindern dabei zu decken. Aber warum stillen denn die deutschen Mütter so wenig und unterbrechen diesen natürlichen Prozess der Ernährung? Der Großteil der Mütter entscheidet sich aus gesellschaftlicher Konditionierung dafür. Das bedeutet, die Mütter empfinden zum Beispiel die Schmerzen, die sie beim Stillen erleiden, als unangebracht, unangenehm und müssen aufgrund der Gesellschaft diese auch nicht aushalten, da es ihnen ja leicht gemacht wird von der Industrie, von der Babyindustrie. Nimm doch einfach dieses Pulver oder jenes Produkt, das ist sowieso mindestens gleichwertig wie die Muttermilch und dann haben wir noch keine Kosten und Mühen gescheut und hau noch den ultimativen Superbooster mit rein für die doppelte Dosis an Kindesentwicklung. Heutzutage muss doch keine Mama mehr Schmerzen erleiden. So oder so ähnlich sind ja die Argumente. Das ist die Message und diese Message erreicht unsere Gesellschaft. Und das prägt unsere Gesellschaft. Alles muss schmerzfrei sein. Alles muss einfach sein. Und dadurch wird alles auch immer unnatürlicher. Und dann wundert man sich, dass Krebserkrankungen mittlerweile die zweitgrößte Todesursache geworden sind, weil wir uns entarten. Ich sagte das schon mal, der Krebs sich da auch viel besser entwickeln kann in einer unnatürlichen Umgebung. Aber nicht nur die Industrie ist schuld, nein, auch die Menschen und ihre Moralvorstellungen. Was passiert denn, wenn eine junge, attraktive Frau ihre Brust rausholt und ihr Kind stillt und dabei frohlockende Blicke von Männern erhält? Schaut euch doch mal die Blicke vor allem von anderen Frauen an, die diese Situation beobachten. Rollende Augen, abfällige Gesten und ein Sammelsurium an gesellschaftlich geprägter Respektlosigkeit.
Eine Frau holt ihre Brust raus. Das ist in Deutschland ein öffentliches Ärgernis. Generell Nacktheit, also die natürlichste Form des Seins, was keiner bestreiten kann, dass das die natürlichste Form ist, wird auch ohne jeglichen sexuellen Bezug als Belästigung der Allgemeinheit bestraft. Das ist fixiert in § 118 des Ordnungswidrigkeitengesetzes. Wir pflegen also unsere Unnatürlichkeit per Gesetz und wir alle fördern dies, wenn wir uns da nicht wirklich ganz klar dagegen positionieren. Das ist so krank, dass wir nicht auf der Straße einfach nackt rumlaufen dürfen. Auch diese Prüderie, was Sexualität angeht und die Diskussion um die Sexualisierung der Massenmedien. Mensch, Sexualität, das ist das Elementarste unserer Existenz. Ohne das gibt es uns gar nicht. Warum sollen wir das nicht ganz natürlich, wie die Tiere, überall wo wir Lust haben, vollziehen? Ja klar, weil es nicht der gesellschaftlich geprägten Moral entspricht und wir vom Gesetz bestraft werden. Weil dieses elende Abschalten der natürlichen Intuition zum Zwecke der Dienlichkeit der Gesellschaft, die von jeher von den machttragenden Elementen gesteuert wird, in euch allen drin ist. Das ist das Problem. Und wer, wie ich dann, seine Stimme erhebt und sagt, lasst uns nackt auf den Straßen rumrennen, lasst uns lieben, lasst uns unsere Körper vereinen, das ist doch dann einfach nur ein Perverser. So krank, das ist so krank, wie unsere Natur auf der Strecke bleibt. Und dann wundert man sich, wie eine entartete Gesellschaft wie unsere dann mit Krankheiten zu kämpfen hat, die unnatürlich sind. Lass uns doch wirklich mal auf das Wesentliche fokussieren. Essen, kacken, arbeiten, ficken, schlafen, das ist unsere Natur. Darauf sollte unser Fokus gerichtet sein. Darauf sollten wir unsere Energie richten. Aber was machen wir? Wir richten sie auf künstlich von der Gesellschaft erzeugten Dinge wie Geld, Karriere, Schönheit, Anerkennung, Erfolg und so weiter. Wacht doch mal auf und lebt euer Leben und nicht das, was die Gesellschaft von euch erwartet und was euch von Kindestagen eingetrichtert wird von der Gesellschaft. Geht zurück zu euren Wurzeln und labt euch an den reichhaltigen Dingen, die uns die Natur zu bieten hat, an den natürlichen Dingen. Labt euch an der Sexualität, tägliche Vereinigung, täglich gesunde, natürliche Speisen, täglich guter Schlaf, ein entspannter Gang zur Toilette. Und das Leben ist, wie es Leben sein sollte. Richtet euren Fokus darauf. Fahrt ein Stück von der Karriereleiter runter und nehmt euch Zeit, arbeitet halbtags oder orientiert euch beruflich neu und nutzt das soziale Netz in Deutschland. Liebt euch, liebt das Leben und liebt die Menschen. Habt keine Angst vor gesellschaftlicher Zurückweisung. Dann sucht euch die Menschen wie mich, die danach lechzen, andere Menschen an ihr Herz zu drücken, andere Menschen sich entfalten zu lassen, einfach gemeinsam zu sein. In den letzten Tagen hat sich in mir auch ein Wunsch geformt. Und da möchte ich euch gerne informieren, dieser Wunsch, das ist sozusagen eine Begegnungsstätte zu schaffen, perspektivisch in Jahren, ich sag's gleich, ne? Wo Menschen einfach Menschen sein dürfen. Kein Kloster mit strengen Regeln oder moralischen Vorschriften, einfach ein Platz der Wärme und der Liebe, wo Menschen sich begegnen und austauschen, wo Menschen sich wieder von Grund auf kennenlernen dürfen, ohne gesellschaftliche Prägung, wo sie schreien, lachen, krabbeln, verrückt sein können, wo es nichts zu erreichen gibt. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Projekt, wo ich in diesem Leben wirklich auch nochmal finanziellen Ziel anstreben werde. Außerhalb dessen, dass ich genug zu essen habe und ein Dach über dem Kopf, aber einfach, was ich mir vorstellen könnte. Einen Raum zu schaffen, wo Menschen Mensch sein dürfen, um diese Message eben nicht nur im Rahmen meiner Coachings zu lernen, sondern auch wirklich im realen Leben, im gegenseitigen Alltag, einen absoluten Gegenpol zur gesellschaftlichen Konditionierung zu positionieren. Ein Ort der Natürlichkeit, komplett ohne diese Prägungen. Aber da werde ich mir im Laufe der nächsten Monate viel konkreter ein Bild zeichnen und überlegen, wie sich sowas dann auch so finanziell realisieren lässt und vielleicht auch einen Plan erstellen. Ich wollte euch einfach nur mal an diesem meinen Gedanken teilhaben lassen, da es ja immer noch ein Tagebuch ist. So, und als letztes möchte ich euch noch das anpassen.
Unpacking eines Geschenks zeigen, was ich gestern vom Sascha bekommen habe. Und ja, da der Sascha mir keine Message beigelegt hat, dass er nicht möchte, dass er anonym bleibt oder dass er möchte, dass er anonym bleibt, denke ich, dass es in Ordnung ist, dass ich das mal hier dann auch, dass ich sozusagen öffentlich jetzt hier nochmal Danke bei dir sage, lieber Sascha. Und ja, hier das Video. So, da stehen wir wieder mal. Und zwar habe ich hier ein Geschenkpaket. Und zwar, ich habe nichts bestellt. Hier steht Lebe gesund. Geschenkauftrag von. Und dann stand hier Name. Ich habe den Namen jetzt hier mal rausgenommen, weil das ist einer von euch. Und ich vermute, dass ich weiß, wer es ist. Also hier stand Vor- und Zuname. Und der Vorname, da sagt mir was. Aber ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall habe ich jetzt hier ein Geschenk erhalten und ich habe weder Geburtstag noch habe ich Weihnachten, aber da ich ja von Weihnachten Geburtstag eh nichts halte, finde ich das auch gut, dass ich so beschenkt werde und ich bedanke mich jetzt schon bei demjenigen, der mir das hier geschenkt hat, wo ich nicht weiß, ob ich dessen Name sagen darf. Auf jeden Fall, sag schon mal Danke und ich bin sehr gespannt, was hier drin ist. Es ist von Lebe gesund, das heißt von meiner Lieblingssekte und ich bin extrem gespannt und ich schau einfach mal. Also Geschenke sind immer willkommen, ne? Immer ja damit. Nee. So. Mensch. So. Ein Brief. So. Gucken wir mal. Ein schöner Brief. Mit einer kleinen Taube. Eine Kleinigkeit zum selber probieren. Zu sagen ist so unzureichend, als würde man sich dabei filmen, wie man etwas probiert. Ziemlicher Quatsch, oder? Liebe herzliche Grüße, der Sascha. So, jetzt habe ich es ja doch gesagt. Aber Sascha gibt es ja viele. So. Dann bin ich sehr gespannt, was ich denn jetzt hier. Das Sauerkraut! Sehr geil! Richtig geil! Mensch, Sascha! Ey, echt! Danke! Sehr, sehr geil! Ich wollte mir das erst kaufen, wenn ich meine 10 Kilo alle habe. Und hab. Das muss ich gleich probieren. Das muss ich gleich probieren. Oh, da bin ich mal gleich gespannt, inwieweit das. Oh, Mensch, Sascha, das kann ich da gar nicht so gut machen. Es ist einfach ein richtig voller Geschmack. Brauchen wir nicht zu reden. Es schmeckt genial. Absolut genial. Und Sascha, es ist richtig scheiße. Ich habe jetzt die 10 Kilo Sauerkraut hier und weiß nicht, was ich damit mache. Also es ist so nervig. Weil das schmeckt so gigantisch. Und ich werde es auch definitiv bestellen bei Lebe gesund wieder. Weil das ist einfach. Da schmeckst du richtig die pure Gesundheit raus. Erstmal danke Sascha für das Sauerkraut. Mega. Und ja, wer sich bei mir ein paar Dosen Sauerkraut abholen will, schenke ich einfach zurück, weil ich glaube, ich komme nicht mal an die scheiß Dosen ran. Mir war es schon klar. Aber, also, es ist ernsthaft gemeint. Wer in Leipzig wohnt, ich habe hier ungefähr noch 8-9 Dosen Sauerkraut. Da kann die sich gerne abholen. Ich bin hiermit offiziell geswitcht zu meiner Lieblingssekte und bestelle mir dort jetzt mein Sauerkraut. Es ist einfach gigantisch. Das schmeckt einfach so dermaßen voll, so geil. Überhaupt nicht zu vergleichen. Ah ja, also dann, ihr wisst Bescheid. Danke Sascha für dieses spontane Geschenk und es ist das rausgekommen, was eigentlich auch schon zu erwarten war. Aber naja, also dann, das wird gewesen sein. Also noch einmal, vielen lieben Dank Sascha und wer in Leipzig wohnt und das Sauerkraut als Filderstadt möchte, was ich immer noch habe, da kann sich bei mir so viel Dosen abholen, wie er da ist, wie er möchte und ja, kann alles haben. Es schmeckt in der Tat wirklich gut.
und ist sicher das beste Dosensauerkraut. Aber nach dem Sauerkraut von Lebe gesund will ich wirklich nie wieder ein anderes haben. Maximal noch irgendwann vielleicht doch selbst hergestellt, wenn ich den Mut wieder finde. Das soll es für heute einmal gewesen sein. Ich liebe euch alle und das wirklich aus tiefstem Herzen und keine Angst, auch ohne Sexualität liebe ich euch, denn das habe ich aus eigener unkonditionierter Bewusstheit entschieden, dass ich die Sexualität im engeren Sinne ja wirklich mit einem Menschen ausleben möchte. Aber drücken, kuscheln und liebhaben, das kann ich trotzdem mit allen Menschen, egal ob alt, ob jung, ob Mann, ob Frau, ob Tier oder Mensch. Macht's gut, euer Christian.